Oder was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Mir ist vorgeschlagen worden, dass ich mal Geschichten aus meinem Leben erzählen soll. Und mir ist selbst aufgefallen, ich weiß nicht, ich würde mir meine Kommentare, die ich zurzeit mache, auch nicht anschauen. Also die normalen, weil ich rede eigentlich in jedem Kommentar das Gleiche. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, über was könnte ich reden? Dann habe ich wirklich überlegt, was wäre da interessant. Und ich habe mir gedacht, ich werde mit euch über meine Bundeswehrzeit reden. Weil, ja, das ist die Bundeswehr, nur in Österreich, wer es nicht weiß, ich glaube, das ist offensichtlich. Das Gameplay übrigens, das erste Spiel ist Alles oder Nichts und das zweite ist mit Wicked Shrapnel, wer nicht kennt. Das ist der einzige Grund, warum ich das zweite hochgeladen habe, das habe ich jetzt ewig lang auf Platte gehabt. Der ist ziemlich bekannt in Amerika, ist ein Kommentator. Aber kommen wir mal direkt zum Thema, weil sonst rede ich wieder die ganze Zeit über das Gameplay. Es kann sein, dass ein Zweiteiler wird, weil ich jetzt, weil es wahrscheinlich mit der Zeit nicht ausgeht, weil ich da so viel zu erzählen habe. Schauen wir mal, sonst ist halt ein Schnitt drinnen und dann geht es im nächsten weiter. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall, ich bin zum Bundeswehr gekommen, da war ich, wie alt war ich denn da? Ich glaube so 20 oder so, ist so ungefähr 2 Jahre her. Und wirklich, ich habe davor so die Hosen voll gehabt. Ohne Scheiß. Ich habe mir gedacht, oh Gott, nee, echt nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich da schon hingehe, dann gehe ich so richtig, weiß nicht, fit hin. Fit, weil ich habe eine Hantelbank zu Hause. Hab zu der Zeit eigentlich nicht wirklich viel damit gemacht. Habe mir dann ziemlich den Arsch aufgerissen. Ich habe mir wirklich so eine Liste gemacht. Ich habe jeden Tag ungefähr 300 Liegestütze gemacht zu der Zeit, so 2 Monate lang oder was. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin dann am ersten Tag hingekommen und ich habe gleich auf dem ersten Tag durchgemacht gehabt, weil wer meine Schlafenszeiten kennt, ich gehe irgendwann mal in der Früh pennen und ich habe um 5 Uhr aufstehen müssen. Also ihr könnt euch denken, dass ich nicht geschlafen habe, wenn ich um 5 Uhr auf muss. Aber auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, am ersten Tag, da passiert ja nichts. Also, da kriegt man vielleicht ein paar Zettel, muss was ausfüllen und dann hat man Freizeit. So ein Bullshit. Nee, ohne Scheiß, ich bin dorthin gekommen, ich bin mir vorkommen wie bei den Marines oder was. Ich übertreib nicht, ohne Scheiß, ich bin da hinkommen. Gleich mal am ersten Tag ist mal komplett angeschrien worden, da ist einer da gestanden. Einer mit einer Glatze, der andere schreit einen auch an, in der Reihe aufstellen und was weiß ich alles. Dann hat man gleich mal am ersten Tag so einen Sack in die Hand gekriegt, hat den ganzen Sack mit Klamotten vollpacken müssen bis zum Rand, hat das dann rumtragen müssen. Es war wirklich die Härte, der Spind, alles hat sauber sein müssen. Und das gleich am ersten Tag, ich bin mir echt vorkommen wie im falschen Film. Ich sag's euch, ich hab das echt nicht erwartet. Also. Aber wem's was sagt, ich war in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, falls Österreicher unter euch sind. Panzerpionier. Kompanie, ja. Und ich glaube, da habe ich auch die Schlimmste von allen erwischt. Weil irgendwie die anderen, die haben es viel besser gehabt. Also mir ist so vorkommen, die von der FLA, also Flugabwehr. Die haben erstens mal ein Essen gehabt, das war wirklich, ich habe noch nie so ein gutes Schnitzel gehabt, wie die dort gehabt haben in ihrer Küche. Wir haben eine andere Küche gehabt. Aber so wie wir uns dort den Arsch aufgerissen haben, da war das Essen eigentlich auch egal, ob das gut oder schlecht schmeckt, man hat es einfach gegessen. Aber auf jeden Fall, wirklich, ich bin nicht der Typ, der in der Früh frühstückt, also ich kann das nicht. Und dann haben wir in der Früh immer gleich Laufen gehabt und ich im Laufen, in Kondition habe ich wirklich nada. Also ich krieg so schnell einen Seitenstecher, weil ich atme wie ein Esel oder was. Und auf jeden Fall, da rennt man dann halt mal eine ganze Kasernenrunde mit einem Seitenstecher, weil es denen egal ist. Ich bin mir echt vollkommen, ich glaube im Gefängnis ist einfach, es hört sich heftig an und ich übertreibe eigentlich auch nicht wirklich, aber auf was ich mich gefreut gehabt habe am Anfang noch, weil die ersten Tage waren wirklich ziemlich hart. Wir haben, ich denke, es gab so Exerzierdienst, das ist mehr oder weniger so in Reihe laufen und die Befehle machen, also so Fernsteuerung so auf die Art. Wir haben Gefechtsdienst gehabt und ich hab mir gedacht, geil, jetzt gehen wir schießen. So ein Bullshit. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden, haben unseren ganzen Scheiß einpackt, sind dann runtergegangen in den Wald. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, da sind wir dann unten gestanden und ich habe mir gedacht, geil, jetzt geht's ans Schießen oder was. Das war einer der einzigen Gründe, warum ich dort hingegangen bin. Das war leider nicht der Fall. Wir sind von 7 Uhr in der Früh bis um 10 Uhr am Abend im Schnee rumgerobbt. Und ich übertreibe nicht, wirklich. Das ist wirklich mal der Punkt, wo man merkt, wo seine Grenzen sind. Wer es kennt, Decken, das ist im Endeffekt nichts anderes als Dolphin-Diven oder was.
Man steht halt mit der Waffe da und da muss man sich hinwerfen. Und das macht man mal ein paar Stunden. Und dann Schnee rumroben. Das war wirklich der heftigste Tag in meinem Leben, der anstrengendste mit Sicherheit. Das hätte ich mir nie gedacht. Boah. Aber ich muss sagen, es hat auch schöne Zeiten dort gegeben. Also es war nicht nur Arsch aufreißen. Man hat einfach einen Haufen nette Leute kennengelernt. Also ich habe da wirklich so viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann noch Filme geschaut habe oder auf ein paar Bier gegangen bin am Abend. Das Bier im Soltheim, das hat wirklich 50 Cent kostet. Und wenn das Bier 50 Cent kostet, dann hat man jeden Tag einen vollen. Und das, so hat man einfach extrem interessante Leute kennengelernt und die Kameradschaft, also man hat das auch gemerkt, so Teamwork auf der Art, weil es wirklich, man braucht das Teamwork dort, sonst ist man im Arsch wirklich, sonst ist man so gefickt, das glaubt man gar nicht. Aber das hat wirklich das Teamwork in jedem geweckt eigentlich und wir sind dann alle gut zurechtkommen, egal von wo die kommen sind aus Österreich, ob die aus Vorarlberg haben wir viele dabei gehabt, kommen sind oder aus Wien oder von was weiß ich von wo. Also es ist eigentlich immer ein Spaß gewesen. Ich bin dann auch nach Dings kommen, ins Burgenland, also wer es weiß, das ist Grenzwache, das sind 2 Monate. Und das war schon ziemlich heftig wegen den Schlafenszeiten, weil man hat den Dienst so einteilt gehabt, dass man, also das war komplett durcheinander. Da hat man da mal wieder ein paar Stunden gehabt, dann hat man da mal wieder ein paar Stunden gehabt, das war dann mal wieder über die Nacht, dann wieder mal so. Also in den Schlafenszeiten war das eine komplette Katastrophe, weil ich meistens durchgemacht habe, wenn ich dann sowieso am Abend wieder Dienst gehabt habe, da habe ich nicht schlafen können. Hab Diablo 2 oder was zog. Und ja, aber wir waren auf der Erotikmesse, das muss ich auch dazu sagen. Wer noch nie auf einer Erotikmesse war, Alter, das ist echt geil dort. Das ist echt geil dort. Ich habe so ein Glück gehabt, dass ich den Scheiß nicht gemacht habe. Also da hat so ein Angebot gegeben. Soll ich das jetzt wirklich erzählen? Ja, ich erzähle es jetzt einfach. Da hat so ein Angebot gegeben, also uns hat einer angeboten drinnen in der Erotikmesse, dass ich und ein Kamerad von mir da reingehen können für 50 Euro oder was und die Alten da drin vögeln. Also, und ich habe mir am Anfang gedacht, das ist noch ein gutes Angebot oder was. Bin aber nicht reingegangen. Aber am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass das so eine Bühne war oder was, wo unten die ganzen fetten alten Männer gesessen sind und die hat man dann da oben auf der Bühne vögeln müssen. Bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Vielleicht wird es ein Zweiteiler oder ich hau hinten dran noch ein Video. Es kann sein, dass jetzt noch eins dran ist. Aber so eigentlich im Nachhinein muss ich schon sagen, es war schon eine geile Zeit. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen, aber ich habe wirklich viele Sachen gelernt und so. Falls ihr gerade beim Bundesheer seid und euch deswegen das Video anschaut, wünsche ich euch viel Glück dort. Ihr könnt mir mal schreiben, welche Kompanie und was ihr dort macht. Wird mich interessieren. Und ja, was habe ich noch groß zu sagen? Und das Schießen könnte ich noch sagen, das ist echt der Hammer. Also, wenn ihr nur wegen dem Schießen hingeht, allein schon das ist es wert. Also wirklich, wer es nicht kennt, mehr hat die Steier Aug gehabt. Wie heißt die bei Call of Duty? Ich habe keine Ahnung. Steier irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr werdet sie schon kennen. Ich habe wirklich jeden Scheiß getroffen. Also ich war wirklich ein Freak mit der Waffe. Es hat verdammt viel Spaß gemacht, mit dem Ding zu schießen. Aber man ist wirklich auch öfters verarscht vorkommen von den Kommandanten. Ich meine, man hat die Waffe zerlegt, komplett zerlegt, vor sich liegen gehabt und dann hat es geheißen, Waffe in Anschlag oder so. Dann hat man die ganze Scheiße wieder zusammenbauen können und das wahrscheinlich noch mit ABC-Alarm. Mit der Gasmaske auf den Scheiß zusammenbauen und dann, ja, Waffe in Anschlag. Das war schon Frust auch dabei, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich hab's jetzt beim Thema, habe ich noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ihr könnt, ja, ich weiß nicht, was das nächste wird. Vielleicht werde ich euch irgendwann mal erzählen, wo mein Name herkommt. Das ist eine ziemlich heftige Geschichte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich weiß nicht, wie die Videos hier zusammengeschnitten sind. Also. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir, was ihr davon hält. Ich glaube, es ist eine gute Idee, weil ich will ja selbst nicht immer über das Spiel drüber reden. Aber ich weiß halt auch nicht die Themen, die ich besprechen kann. Aber ich glaube, das war ein ganz interessantes Thema. Und dann, jo. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.